Deine Mutter reicht den Trisomie-Test bei der Kasse ein. Und fragt, kriegt man bei positiven Tests auch Geld im Nachhinein? Die Angriffsfläche wird dir jetzt direkt abgegrast. Denn von Nord zu Ost, das bei dir in 6 Tage Marsch. Wie dieser Battle-Trottel, nimm als Wackelkopffigur den Arm so schmal. Ich nehm ihn ab und trink der Capri-Sonne durch. Ey, ich seh deine Videos und will gar kein Rap-Battle, sondern eher sehr viel Geld am Boot für die Welt spenden. Der blasse, dünne Junge zappelt angestrengt im Netz rum. Böhmermann verklagt dich wegen Markenrechtsverletzung. Ey, du bist ne Collage aus Krüppel-Memes und Blindbehinderungen sammeln einfach maßlos wie Diltily. Du kommst nach dem Mord im Runde aus dem Fresskoma back und steppst straight in die Cypher mit Helm und Korsett. Und wenn wir dich da dann auf deinen Lauchbeinen hüpfen sehen, fragt Brian direkt nach einem Reim auf Bauchspeicheldrüsenkrebs. Man braucht nicht einmal zu suchen, ich guck einfach nur zu und reiz Überflutung. Ey, wenn du mit stolz erfülltem Blick die Holzwerkstatt betrittst, schreien die dort betreuten Kids alle Muff mit der Spitmotion. Kannst du mir mal verraten, wen willst du hier jemand schlagen? Dein Rap hat dünne Arme, dein Rap investiert sein ganzes Taschengeld in Yu-Gi-Oh! Dein Rap steckt man jede Pause mit dem Kopf zuerst ins Klo. Dein Rap hat ein Asthma-Spray im Dauergebrauch. Dein Rap ist bald Teilnehmer bei Bauer sucht Frau. Dein Rap trägt ne Wolfskinjacke mit nem dicken Pelzkragen. Ich nehm deinen Rap hier, ja, und lass ihn sich selbst schlagen. Ey, deine Mutter sagt immer zur Sprachschule, du Bitch. Du strengst dich so an, nicht zu lispeln, dass du Nasenbluten kriegst. Ey, der Spargeltorso fittet zu der sprachlichen Behinderung, dass selbst der Logopäde sagt, er sieht, dass du Probleme hast. Deine Stimme klingt, als würd sie wissen, wie du aussiehst. Und deine feste Spange will am liebsten, dass du rausfliegst. Dass du dich da ein bisschen schämst, es in deinem Gesicht zu sehen. Doch Mama meint, ey, Mumomaus, du siehst doch aus wie Little Way. Man merkt, dass Power 4 und kein 16. ist. Wenn du noch dabei doch nicht mal der Schlechteste bist. Nur gerettet durch Text und jetzt kriegst du uns. Du stehst im Auge des Orkans und der zwinkert dir zu. Spinner wie du stellen sich der Reihe nachgeordnet an. Unten on und klopft euch auf die Schulter eures Vordermanns. Aber jetzt mal ohne Spaß, die Spaß finden die eh nicht gut. Du wirst höchstens beklatscht, wenn ein Arzt bei dir eine Vene sucht. Zick mal dabei, deine Signature Line ist mittlerweile leider, hat dich nicht so viel Zeit. Rückrunden schon im 16. ey, das hab ich verpeilt. Geil, und jetzt so ein scheiß Text am Hals. Punch Arugans Lifestyle. Motion ist ein Spaß und er hat schon längst gehabt. Doch ich lege noch einen drauf wie sein Chromosomensatz. Jedes seiner Dates endet letztendlich gleich. Denn er hört ganz laut Emotion wie Destiny's Child-Fans. Du guckst in den Spiegel und belügst dich dort öfter. Denn dein Kopf sieht aus so wie mit Füßen getöpfert. Wie kann man mit nem Sprachfehler denn immer noch wie jeder rappen? Ich hab keine Zeit. Dein Rap ist Standard mit nem T am Ende.